Drei Skispringerinnen aus Gröden bei der Weltcup-Premiere der Damen in Predazzo. Evelyn Insam, Elena Rungaldir und Lisa Demetz waren angereist, um ihre Positionen im Gesamtweltcup weiter auszubauen. Diese Saison habe ich den Fokus auf die Junioren-WM. Und ja, ich hoffe, dass ich zusammen gut springen kann. Die Jüngste im Bund, die 17-jährige Evelyn Insam, konnte am Samstag beim ersten Bewerb den sechstbesten Sprung zeigen. Dies gelang ihr trotz Rückenwind. Ja, gestern ist der zweite Sprung gut gegangen. War im ersten habe ich nicht die besten Windbedingungen gehabt, ist leider nicht gut, so gut gewesen. Aber das ist einmal gut und einmal schlecht, und auch im Endeffekt war ich schon zufrieden. Am Sonntag konnte sie sich dann vom ersten auf den zweiten Durchgang steigern, mit dem Ergebnis Platz 16 und 13. Heute ist in beiden Sprüngen besser gewesen. Der zweite war wieder ein bisschen besser als der erste, und ja, ich hoffe, dass ich es bald schaffe, beide Sprünge gut zu machen. Derzeit ist Evelyn Insam die 12. im Gesamtweltcup und damit beste der heimischen Athletinnen. Alles andere als zufrieden war Lisa Demetz. Nach ihrem tollen Erfolg von Hinterzarten mit dem dritten Platz kam sie am Sonntag im Fleimstal nach einem 92,5 Meter Sprung zu Sturz. Ich muss sagen, die zwei Tage sind nicht so viel gut gegangen. Sie haben nicht das Beste von mir gesagt und es ist einfach nicht meine zwei Tage gewesen. Aber vielleicht geht es ein anderes Mal besser. Das ist spät gelaufen, ich bin gelandet, gerade schien und dann unten, vielleicht war ein bisschen Schnee und hat es mich verkantet und dann habe ich das Gleichgewicht verloren. Im zweiten Durchgang trat sie dann als 22. an. Der zweite Sprung gelang ebenfalls nicht wie gewünscht und so kam sie am Wochenende über die Ränge 27 und 28 nicht hinaus. Nun hofft sie auf einen Erfolg bei den nächsten Weltcup-Etappen. Es zählt schon nicht einmal so viel dran. Ich will auch gut springen und vorne mitmischen und vielleicht ab nächsten Wettkampf geht es dann besser. Elena Rungaldir kam mit den Verhältnissen in Predazzo gar nicht zurecht. Ihr gelang es nicht, sich für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Schuld daran soll die vor einigen Monaten durchgeführte Materialumstellung sein. Noch immer hat sie Probleme damit. Gut läuft es im Moment nicht. Ich bin nicht ganz konstant mit den Sprüngen. Alle Wettkämpfe sind bis jetzt nicht ganz gut gegangen, aber das wird schon werden. Auch sie hofft, dass bei den nächsten Weltcup-Etappen eine deutliche Besserung eintritt. Für 2013 jedenfalls möchte sie absolut in Hochform sein. Denn dann sollen in Predazzo die Weltmeisterschaften stattfinden. Jetzt haben wir bald einen Weltcup in Österreich, wo wir noch nie waren, wo wir noch nie gesprungen sind. Und da bin ich schon neugierig zu sehen, wie die Chance geht. Für die Südtirolerinnen war somit das Wochenende im Fleimstal eine bescheidene Vorstellung. Während die US-Amerikanerin Sarah Hendrickson an beiden Tagen Schanzenrekord sprang. Zuletzt mit 108 Metern.